Der Bußkanal. Und zwar mal mit was Neuem. Champions League Karten 15-16 und zwar von Topps Match Attacks. Früher waren es ja immer die Adrenalin XL Karten, aber ich glaube für immer jetzt oder halt bestimmt für ein paar Jahre, ich weiß nicht wie lange, hat jetzt Topps die Rechte geholt und jetzt gibt es die Champions League Karten von Match Attacks. Also aufpassen, ich habe im Geschäft, zum Beispiel bei einem größeren Geschäft, gesehen, dass es noch die Adrenalin Champions League Karten von 14-15 gibt. Aufpassen, die neuen Champions League Karten gibt es nur noch von Match Attacks. Die sind seit dem 3. Dezember auf den Markt. Es gibt auch wieder Multipack, Dosen. Ich glaube sogar einen Ball gibt es auch. Aber ich reduziere mich hier erstmal auf die klassischen Booster. Zwei an der Zahl. Und ja, schauen wir kurz hinten, wie sie denn das kurz aufgebaut haben. Ah, mein Autofokus funktioniert wunderbar. Funktioniert. Yay. So, 300, also es gibt 524 Karten, 390 Base-Karten und dann geht das wie immer Stück für Stück, Glitzer, 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 Powerkarte, Powerkarte, Powerkarte. Aber was mich auch ein wenig schickt, ist 8 Gold Limited Karten und hier steht eine pro 400 Päckchen, also pro 400 Boostern. Das ist ja schon krass, also 400 kriegt man eine davon. Nicht schlecht. Und dann geht es zu 100, 280 und so weiter. Also, man dürfte schon froh sein, wenn hier in diesen zwei Päckchen eine Kapitänkarte drin ist. Eine pro 4,4 Päckchen. Alles, was drüber ist, ist schon was Besonderes. Ja, ich glaube, die Leute, die die Karten selber eh kaufen, lehnen sich das selber durch. Zwei Booster, fange ich mit dem ersten an. Schauen wir mal, wie die aufgebaut sind. Da glitzern zwei Karten. Habe ich mal weggelegt. Haben wir hier einmal Zahavi. Einmal Ibrahimovic von Paris. Maher. Oh, einmal den Code. Okay, könnt ihr haben. Einmal live, Matchertext live natürlich. John Terry. Also, wer schnell ist, kriegt hier den Code. Zack. Und dann haben wir hier zweimal. Eine Powerkarte ist einmal Matchwinner Giroud. Muss hinten nachschauen kurz. Matchwinner eine pro 3,5 Packungen. Ganz okay. Und da glitzert es nochmal. Einmal Starspieler Rodriguez. Starspieler eine pro 2 Packungen. Fast in jedem, also in jedem zweiten Booster ist so eine Karte drin. Aber freut mich immerhin. Matchwinner ist in Ordnung. So. Zweites Päckchen. Einmal El Abdellaoui. Marquinhos. Komisch. Bruma. Monreal. Dann hier einmal ein Code. Und zwar Company. So, den ersten habt ihr von mir sozusagen. Bekommt ihr geschenkt den zweiten oder die anderen würde ich gern selber benutzen. Company als Live und unsere Powerkarte ist einmal Mittelfeldduo und zwar Zagoev und Tosic. Ist das irgendwas Besonderes? Glaube ich nicht. Jetzt Duokarten, eine pro 2,3 Packungen. Naja, okay. Das war jetzt mal das erste Video zu den Karten. Sehen gefallen mir sehr gut. Auch vom Design her von hinten natürlich sehr gut Glitzereffekt. Und ja, wird es noch weitere Videos davon geben. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Pull ging so, war in Ordnung. Und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.